Wenn Jude jetzt einen Christen tötet, na dann, aber guck mal, wir haben hier vor einigen Jahren, gab es ja mal so ein Event. Also der Jude ein ist... Event. Nimm es mal ein Event, genau. Das ist ein rundum ASMR-Erlebnis, was die Zuschauer, Zuhörer sich hier gerade in den Gehörgang einpflegen. Manga-Magazin. Wir lassen es diesmal einfach drin, das machen wir ja normalerweise immer. Ne? Wir machen hier so ja. Aborigine, so ein Urschrei hier ständig vorm Podcast. Eine halbe Stunde durchgehend. Jetzt habe ich wirklich so ein bisschen Schleim auf der Stimme. Scheiße. Egal, für euch reicht's. Hallo, liebe Leute, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, von Tinko an Räucherfisch. Und Robin Randale Raboski. Geil. Es ist Samstagmorgen. Wir sind beide noch völlig durch. Ja. Das ist ja was völlig Neues. Gestern wieder gesoffen, Alter. Boah. Ja. Schlimm. Wasser ohne Ende, ey. Ich habe hier wirklich was. Egal. Ich hätte eine Vita-Cola zum Einschlafen. Das war keine gute Idee. Vita-Cola trinken ist generell keine gute Idee. Mit Wasser. Die ist geil, ja, komm, Cola, beste Alter. Cola. Mhm. Ich will keine Werbung machen, es gibt auch noch Cola wie Fritz und Coca-Cola und es gibt noch die Cola-Nuss, die man lutschen kann, aber ich trinke Vita Cola. Du trinkst Spülmittel, Tino. Nee, ist okay, ich dulde das. Dankeschön. Ja. Ist ja auch hier Ostdeutsch Represent, aber ist für mich gar nichts. Ich bin groß geworden, damit auf dem Dorf hatten wir immer Vita Cola. Beim ja, Sport, gut. Bei... Überall. Das ist wie irgendwie Kinder, die in ihrer Kindheit vergewaltigt wurden und dann losziehen und Leute vergewaltigen. Ich bin so groß geworden, also. Man kennt es nicht anders, ja. Ja, so, was man auch nicht anders kennt, ist, dass wir Premium-Qualitäts-Content hier in die virtuelle Sphäre rauspusten via Brennpunkt-Internet, fassen euch die letzte Woche zusammen. Was ist denn da alles passiert? Und Heidewitzka, es war mal wieder explosiv, sag ich euch. Ja, tatsächlich. Hm. In jeglicher Hinsicht. Es ist Folge 128 und die Stimme kackt immer mehr ab. Und wir nennen uns ja 130 und wir dürfen dann wieder ein schönes Special veranstalten. Ich bin sehr gespannt, was wir uns diesmal einfallen lassen. Ja, ich bin faul, wir machen einfach nichts. Okay. Geht auch. Wer auch lange nichts mehr gemacht hat. Ja. Das ist ein Fun Fact am Anfang. Aber komm zurück, was wir schon mal besprochen haben hier sagen, im Podcast. Ist aber jetzt gab es eine Twitter-Nachricht, die sehr kryptisch war, mit irgendeinem Hashtag oder so und der Verweis auf die Homepage von denen, auf die neue. Und jetzt kommt wohl im September ein neues Album oder eine neue Single oder eine Tour. Man darf sehr gespannt sein. Hm. Das will ich am Anfang eröffnen. Als kleine Hype-Nachricht für den Anfang. Ich bin super gehypt. Aber ist die Band. Ja, ich mag, Band. Aber also das Ding ist, ich finde, die Songs sind alle so 8 von 10, außer Gimme, Gimme, Gimme. Vor allem Bass Boosted, Alter, ist richtig geil, das scheppert dann richtig gut. Den Song finde ich 10 von 10, ja. Hm. Nicht umsonst hat Madonna sich dieses Dings gesampelt, geklaut. Ja, das ist richtig gut. Aber die anderen, ich feiere die so, aber die sind immer so 8 von 10. Ich habe da selten, dass ich sage, oh, jetzt scheppere ich mir das rein. Aber ich beschwere mich nicht, wenn es läuft. Ist schon gut. Das sehe ich ganz anders. Ich finde, ABBA haben immer 10 von 10. Weil sie für ihr Genre, ja, für diese Popmusik, sind die Songs so krass durchkomponiert. Wow. Und bester Song ist, wie heißt der? Don't go wasting your emotions. Lay all your love for me. Das ist großartig. Also es ist ja echt so ein... Da gibt es auch so einen Begriff für diese Tonlage, die es da gibt. Und es ist so, so geil, dass es so nach unten geht. Mhm. Und der Song, der ist für mich eine 11 von 10, mindestens. Ja, ich finde, die sind halt irgendwie dann doch zu soft manchmal oder so. Dieses Mama Mia, das ist halt eher wie so ein Kinderlied oder so. Ja, aber inhaltlich, ja, da geht es immer um Trennungen und ja. Schmerz. Und ist aber wow, ein Song über Liebe, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das sind immer so, die klingen immer so lustig, Mama Mia, aber es ist eigentlich eher so, du hast mich betrogen und aber ich liebe dich immer noch. Und Mama Mia. Ja, und ich finde, es klingt lustig, aber es ist meistens sehr, sehr düster. Ja, ich betrachte das ja nur aus einer rein musikalischen und Ebene. Und Dancing so. Queen zum Beispiel, ja, ist auch so ein Song. Da denken alle, ja, es geht ums Tanzen, aber es geht um ein Mädchen, was irgendwie ihren Frust wegtanzen will und das eigentlich traurig ist und so. Das sind alles so
doppelte Böden in ihren Songs. Sie sollen mal einen Song machen, dass das Mädchen ihren Frust wegbumsen soll. Gibt's bestimmt auch. Fucking Queen. Nee, gimme a man after midnight. Hm. Guck, da geht's ja auch um eine Dame, vermutlich, die noch nachts, um Mitternacht, so horny ist und sich einen Mann daher wünscht. Der arme Mann kriegt hier nur einen Booty Call, ja? Die Gefühle von dem Mann sind da völlig egal. Asozial. Ja, cool. Also der nächste Song ist wahrscheinlich von ABBA wieder ein Song über Liebe. Papa Pia oder Dancing King. Sie können ja auch mal ihre Songs mal andersrum machen. Hm. Jetzt wird auch in der Musik rumgegendert, ich sag's dir. Oder gib mir Dancing King innen. Nur für Herr Rodes nochmal hier rausgeholt. Aber wir haben uns echt zurückgehalten, die letzten Folgen. Stimmt, ja. Aber weil ich gut finde, dass du jetzt genderst mit dem A, höherer Wunsch zum Beispiel, finde ich gut. Na, das ist ja entgendert. Ja, das ist ja. Auch das so. Ist gendern. Man gendert ja irgendwie immer. Ob generisch maskulin oder ob man ein A ans Ende setzt. Nee, ist ja neutrum. Ja, aber trotzdem ist es gendern. Also es ist trotzdem gendern. Das machst du immer, egal wie. Wir reden nicht weiter drüber, bevor hier Herodes durch den Hörer boxt. Hörer. Nein, den Telefonhörer. Frau Rodes. Ja, also wir haben hier mit exklusiven Themen angefangen. Noch explosiver als, aber ist natürlich irgendwie was in Afghanistan passiert, aber das ist dir natürlich egal. Nein, ich wollte nicht. Weil Afghanistan hat keine Popgruppe, die irgendwie singt. Talibani, la 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 la. So, und dann. Hier kommt der Talibani. Talibani, ja. Bounce, das ist der Talibani. Kuschel. Ich glaube, wir sind einer heißen Sache auf der Spur gerade. Ich wollte nicht mit so einem Downer anfangen, aber ja, es war explosiv in Afghanistan. Es haben sich Attentäter in die Luft gesprengt, vom IS allerdings. Das ist andersrum, wäre so gut gewesen. Also da ist halt jemand in die Luft gesprengt worden, der hat 183 Leute umgebracht. Aber bringt einen neuen Song raus. Auch schön. Gott, Alter. Aber es war nicht die Taliban, es war der IS. Ja. Und das Spannende ist, jetzt wirken die Taliban fast schon vernünftig. Ja, der Feind meines Feindes, ne? Muss man so sagen. Ja, die mögen sich ja auch nicht. Nicht so richtig, die sind so ein bisschen wie die Rolling Stones und Beatles irgendwie. Mhm. Naja, die Taliban wollen ja einfach für ihr Land ihre Auffassung von Freiheit. Mhm. Und der IS will ja am liebsten die ganze Welt unterjochen. Genau, sie oder haben also noch eine radikalere Ansicht des Islam, des Koran. Und die verfeinden sich jetzt und haben auch gedroht mit Anschlägen. Und Joe Biden hat trotzdem gesagt, wir retten trotzdem Menschen aus Afghanistan raus. Biden hat Gauland zitiert, ne? Wir werden sie jagen. Ja, ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Ja. Die zwei alten Männer. Es scheint so ein Boomer-Spruch zu sein, ich weiß es nicht. Mhm. Aus dem Ersten Weltkrieg noch. Und hat trotzdem fortgesetzt, die Menschen zu retten aus Afghanistan. Und jetzt ist es halt passiert. Jetzt sind, es gibt 70 Tote laut meiner aktuellen Quelle. Nee, 183 mittlerweile. Echt? Oh, krass. Deine aktuelle Quelle ist nicht aktuell. Hast du vor zwei Tagen gelesen, gestern früh oder es so. Ist halt echt hart. Also du musst ja auch überlegen, das sind ja Leute in die Luft gesprengt worden, die eh das Land verlassen hätten. Hm. Ich glaube 12 Armeemänners waren auch dabei. 13 war meine oder, letzte Zahl. Oder so, ja. Und die wären halt eh weg gewesen, 5 Tage später. Mhm. Und wenn du so einen radikalen Glauben hast, dass du denkst, na gut, ich spreng mich jetzt mal in die Luft, damit die fünf Tage vorher hier aus meinem Land weg sind. Nee, sie wollen ja nicht, die wollen ja die ganze Welt beherrschen, die wollen ja jeden töten, der ungläubig ist. Ja, ich weiß doch, das war jetzt ja auch nur so gesagt. Wurde hinterher gesagt. Das ist ja wieder hier so ein typisches, guck mal, wir machen was Schockierendes. Es ist so hässlich, Alter. Vor allem diese ganzen Leute, die sind da eh schon übelst am Abkacken und dann auch noch das und dann müssen die ihre Verwandten und Leichenteile da in so Schubkarren über den fucking Flughafen von Kabul fahren. Ist eh schon eng im Flug. Ja, da hat der Flug schon Verspätung, weißt du, und dann das noch. Wie nervig. Und Biden genau hat mit Vergeltung gedroht und ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Direkt wieder einmarschieren. Ja. Die nächsten 20 Jahre. Stimmt. Direkt wieder rein. Hat er funktioniert. Ja. Beim letzten Mal. Ja, es ist alles sehr hässlich, Mann. Und es gab auch noch von Russia Today ein manipuliertes Bild mit einer Familie, die ins Flugzeug steigt oder aussteigt und so Waffen im Rucksack hat, was aber manipuliert war. Das heißt, eine Familie mit Rucksäcken und so und Schlafsäcken, keine Ahnung. Und die haben noch so eine Kalaschnikow und
So, naja, Tino, also ich weiß ja nicht, ob du in deinem Leben schon mal geflogen bist, aber was da alles als Waffe gilt mittlerweile seit 9-11, ja? Eine Nagelschere. Ja, also da pass mal bitte auf, was du jetzt sagst, diese gemeingefährliche Familie, ja? Hm. Das ist quasi, das ist nicht Photoshop gewesen, das ist einfach nur dem Zuschauer verdeutlicht, was das für gefährliche Menschen sind. Also der hat ein Shampoo in ihrem Rucksack. Ja, oder eine Stricknadel oder was man in Afghanistan halt so hat, so ein Stück Kaktusnadel. Mhm. So. Aber wie befällst du denn ein Flugzeug mit Shampoo? Machst naja, du das auf die Hände und gehst du ins Cockpit und sagst, ich schmier sie in die Augen, wenn sie nicht sofort abstürzen. Au. Nee, also da geht es darum, dass es eine Art Sprengstoff gibt, der einfach flüssig ist. Und okay, das siehst du, glaube ich, auf diesen Dingsens nicht, auf diesen Röntgengeräten, da kannst du nicht unterscheiden, okay, ist das jetzt explosiv oder ist das nur eine Vita-Cola? Beides Gift auf jeden Fall. Nehmen wir beides nicht mit rein. So. Ja. Und deswegen ist das diese Vorsichtsmaßnahme. Ja, aber trotzdem dumm. Witzig ist Friedrich, ja, der wohnt hier, kennst du vielleicht, ja, hast du ja schon mal gesehen. Der hat so einen speziellen Aufsatz für seine Kamera, so ein Fischei, ja, was man zum Skaten braucht, das schön das Bild wölbt, damit alles so schön hoch aussieht. Und das wird in der Regel als Landmine erkannt in diesen Scans. Also da gibt es echt oft Skater, die da angehalten werden, hey, kann ich das mal sehen? Mhm. Und sieht halt irgendwie aus wie so eine Mine. Ist schon öfter passiert. Ist witzig. So. Eine Mine? Ach, also, okay, ja, ich verstehe. Okay, ich habe jetzt an so ein Dynamit gedacht, aber ist ja Quatsch. Nee, eine Mine, ja, so eine Mine zum Drauftreten, genau, und so. Ja. Ja. Gute Mine zum bösen Spiel. Genau. Dieses Ding ist das. Ja, also was will man sagen, Mann? Also wir haben das ja auch schon tausendmal gesagt, dass das alles Idioten sind, aber das da... Ja, aber es eskaliert ja immer mehr offensichtlich und man weiß nicht, was noch passieren wird. Also was wird passieren, wenn die aus dem Land raus sind, das Militär und die Bundeswehr? Wird's da, also werden dann die Taliban richtig durchdrehen und werden da sich einen Krieg mit dem IS liefern oder was wird passieren? Es ist spannend, aber auch sehr traurig. Ist halt schon witzig. Also ich weiß nicht, ob das da so ein evangelisches, katholisches Ding ist oder nicht, aber eigentlich haben die ja einen ähnlichen bis gleichen Glauben, diese beiden Hooligan-Teams da. Ja, aber ich glaube, dass der IS noch ein bisschen rückschrittlicher ist und die wollen halt noch weiß ich nicht, noch radikaler das umsetzen und wollen gar keine Frauen mehr. Frauen abschaffen. Wahrscheinlich. Und jeden abschlachten, der nicht an Allah glaubt. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, also es ist ganz super. Es ist auch super, dass jetzt... ich weiß nicht, das war vielleicht auch... Joe Biden war ja jetzt so richtig in der Kritik, ne? Weil er gesagt hat, hier, wir ziehen ab. Vielleicht war auch dieses Wir-werden-sie-jagen-Ding so ein... Oh, bitte habt mich noch lieb, guck doch mal. Ich bin doch noch so ein Kriegstreiber, komm. Ich kann auch streng sein. Weil, ach, da, ja, also auf der einen Seite, klar, kannst du da machen, kannst versuchen, das auszumerzen. Auf der anderen Seite ist klar, dass das eh nicht funktioniert und dass das wieder den nächsten Kreislauf an Scheiße nach sich zieht. Ja. Oh, es ist. Aber zu dem Thema, Trump ist letztens ausgebuht worden von seinen Anhängern. Weil er was Kluges gesagt hat. Ja, zum ersten Mal, als sich impfen lassen und empfiehlt auch andere, sich impfen zu lassen. Und es gab ein richtiges Buh-Konzert von seinen Anhängern und sind regelrecht enttäuscht von ihm. Aber man muss sagen, er ist sehr krass imstande, so eine Crowd wieder für sich zu gewinnen. Als er dann merkt, wir mögen das nicht, sagt er gleich, you've got your freedoms, but I happen to take the shot. And it works. So, also er sagt dann gleich, also das ist echt immer so, wenn es gerade für ihn nicht läuft, Freedom, Freedom, Freedom. So, und dann sind sie wieder auf seiner Seite. Aber ja, habe ich auch gesehen. Es wurde ja auch wieder angekündigt, dass Trump schon bald wieder ins Amt gehoben wird. Ach komm. Aber es ist schon dreimal jetzt angekündigt worden, es ist nicht passiert. Ja. Es ist langweilig, Leute. Macht mal Vorhersagen, die stimmen. Ja. Alter, wo wir gerade von Impfung reden. Das habe ich nicht richtig aufgeschrieben, sondern hier nur so ein YouTube-Link und ich musste gerade überlegen, was es war, aber das ist auch richtig gut. Ja? Es gibt jetzt das FDA-Approval, also Federal Disease Agency müsste das sein in Amerika. Das FDA hat jetzt die erste Impfung approved, also nochmal offiziell abgestempelt, ist safe, war auch vorher schon safe, aber die haben jetzt... Ich glaube, BioNTech, ne? War es erstmal nur. Pfizer, ja, ist das das? Ja, ich dachte ja. BioNTech, ja. Egal, auf jeden Fall haben die gesagt, yo, ist cool, ist safe, gibt keine schlimmen Nebenwirkungen und es überwiegt. Also es war auch vorher schon Emergency approved, weil klar war, dass die Vorteile überwiegen, eventuelle Nachteile und so.
Und Fox News kam daher und hat sehr geil innerhalb von dem gleichen Segment, also so innerhalb von einer Minute heißt es, wurde das jetzt gerusht? Wurde das jetzt viel zu schnell approved? Also da wird halt so ein Typ interviewt von dem FDA, von der Agency. Habt ihr das jetzt viel zu schnell freigegeben? Wie kann das sein, dass ihr das jetzt so schnell freigegeben habt, so ohne das ordentlich zu prüfen? Er erzählt kurz irgendwas und es sind so zwei Moderatoren. Und nachdem der dann eine halbe Minute erzählt, fragt der andere dann, ja, warum hat das jetzt so lange gedauert? Also wirklich innerhalb von einer Minute komplett entgegengesetzte böse, also weißt du, wie sagt man in Deutschland, wenn es halt nicht in good faith ist, sondern so mit böser Absicht halt, ne? So, das ist kein... Hinterlistig. Ja, genau, so ein Hinterlistig, also es ist halt nicht die Absicht, irgendwie investigativ nachzufragen, sondern so suggestivfragenmäßig, genau. Ja, ja. Warum wird das jetzt so schnell gemacht? Warum hat das so lang gedauert? Hm. Innerhalb von einer Minute, Alter. Das ist eigentlich ein Teufelchen, ne? Also egal, was du machst, ist eh falsch. Richtig insane. Da musst du lachen. Jetzt ist ja auch Bild TV gestartet, was so ein bisschen verglichen werden kann mit Fox News und so weiter. TV hat jetzt auch Bild? Genau. Ich dachte, das ist wie Radio jetzt einfach durchgehend. Nee, man kann auch jetzt was sehen, auch mit Farbe tatsächlich. Das ist ja geil. Ja, ja, das ist sehr bunt. Also ich lehne mich, glaube ich, weit aus dem Fenster. Ich glaube, das ist die Zukunft. Bewegtbild richtig, ja? Setzt sich nicht durch, glaube ich. Nicht? Die Menschen werden keinen Bock haben, irgendwie auf so einen Kasten zu starren. Ja. Radio ist ja also Podcast ist ja auch im Kommen, habe ich gehört. Podcast ist das neue Ding. Ich sag's dir, in 5 Jahren haben alle einen Podcast, alle. Wo wir gerade von Bild TV reden, ich weiß, du willst was ganz anderes sagen, aber die Rocket Beans, ja, muss ich ganz kurz einwerfen, die haben vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren ihren Sender gegründet, Rocket Beans, 24 Stunden Live-Sender, weil das alte, rostige Fernsehen ist jetzt ganz blöd und jetzt ist Rocket Beans mit Game 2 wieder im Fernsehen bei ZDF Neo. Krass. Ja. Also von MTV ein weiter Weg zum ZDF Neo. Ja, aber wir wollen kein Fernsehen mehr machen, weil das ist so alt und verstaubt und so. ZDF ist auch kein Fernsehen, das zweite Deutsch. Ach so, ja. Ja, ja, du wolltest das über die Bild hetzen. Du willst ja wieder den Springer Verlag in Verruf führen, ja? Der Arme, der hat dir nichts getan. Diese netten Leute, die ganzen Rudolf Murdochs, Rupert Murdochs, Rudolf the Red Nose, fuck you. An wen habe ich denn jetzt? Rupert Grint, habe ich noch gedacht. Egal, an Rupert Murdoch. Der hat rote Haare und keine rote Nase. Stimmt. Rupert the Red-Haired Wizard. Zauberer. Wizard. Ja. Ja, nur das, dass die jetzt auch gestartet sind und die wurden zerrissen von ganz vielen Medien, weil das ja alles so mega Clickbait ist. Sollten wir lieber die Zeitungen zerreißen. Es ist quasi die Zeitung nur als Fernsehsender und es ist total billig und stümperhaft auch produziert. Gibt es da eigentlich noch diese nackte Frau auf der ersten Seite der Bild? Gar nicht mehr. Weiß ich nicht, ich habe die lange nicht mehr gesehen. Also ich gebe zu, wenn ich im Rewe-Getränkemarkt bin hier, ja, am Theaterplatz, da liegt ja die Bild immer am Eingang so richtig schön aus, ganz groß. Und da schaue ich mir schon mal die Titelseite an, so was da so gerade geschrieben wird. Aber ich würde sie mir nicht kaufen. Also ich glaube tatsächlich, die Bild wäre relativ leicht wegzukriegen. Es müsste nur eine Zeitung geben oder überhaupt eine Zeitung, weil die Bild-Zeitung ist ja keine Zeitung, ist ja nur die Bild, die billiger ist. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist das größte Argument für dieses Schundblatt, dass es das billigste ist. Ist billig. Und es hat viele Bilder und wenig Inhalte. Ja. Und Skandale und nackte Haut und... Ja, ist alles true, aber ich glaube schon, also manch einer würde sich vielleicht auch eine andere Zeitung holen, wenn die halt einfach günstig wäre. Glaube ich nicht. Doch. Die Bild ist... Ich habe mit Bildlesern gesprochen. Ach so, dann stimmt es. Ja, also ich sag's mal so. Wenn hier die Partei eine Zeitung machen würde, ja, ich weiß gar nicht, warum ich so rede, aber wenn die eine Zeitung machen würde, die irgendwie schön Bildchen und einfach so 30 Cent kostet, ja, schnell hingeholt. Die machen das Gegenteil, die machen einfach eine Zeitung, die heißt Text und da kommt ganz viel Text und so ganz kleine Bilder nur. Das ist witzig, doch. Mach das mal. Mach ich. Leier das mal an. Sprich mal hier mit deinem Joachim. Ich suche Sponsoren. Wer ist denn Joachim? Na hier, euer Führer. Wie heißt denn der? Martin. Ja. Ich kam gerade nicht drauf. Oder Manfred, ich weiß nicht. Ja. Das ja, cool. Bild-TV. Und das läuft jetzt aber nicht im Fernsehen, oder? Doch schon. Was? Ich weiß nicht, wo genau. Ei. Ich kenne mich ja nicht aus. Das wird ja wirklich Fox News. Ich habe zwar einen Fernseher, aber ich habe keinen Fernsehen. Okay. Ähnlich schlechte Nachrichten hat
mich ereilt. Oh, jetzt denn bin ich mal gespannt. Wir reden jetzt nicht nur sehr langsam, weil du nach einem Thema suchst. Aber ich habe schon mal die Überleitung gemacht zum Thema, was ich nicht weiß, was ich sagen soll. Nein, ich habe das erste Mal Laschet-Werbung bekommen. Ja. Ach, im Briefkasten? Nee, nicht im Briefkasten, im Internet. Oh. Ja, ich glaube sogar, ich weiß gerade gar nicht, ob es auf Instagram war oder vor einem YouTube-Video. Es war ganz unangenehm. Es war so anderthalb Minuten nur Plattitüden, nur dieses... Ja, ich sag jetzt bedeutungsschwere Sachen mit emotionaler Musik im Hintergrund, die nichts aussagen, aber die du rein interpretieren kannst, was du möchtest. Dies sind schwere Zeiten. Es gibt viel zu tun für Deutschland. Denke ich mir auch, okay, warum gibt es denn in Deutschland so viel zu tun, wenn ihr so lange an der Macht wart? Richtig, ja, ja. Oh, und der Ton wird immer rauer. Ich stelle mich dagegen. Es ist halt wirklich nur Bullshit, Alter. Und auch so eine Regenbogenfahne im Hintergrund, wo ich denke, Alter... Der hat gegen die Homo-Ehe gestimmt vor 5 Jahren, oder wann das gewesen ist. Wirklich, oder? Ja, ach so. Hast du dieselbe Werbung gesehen, oder wie? Ich habe das gelesen bei queer.de, dass er so einen Spot hatte, wo er eine Regenbogenfahne wehte, und da haben sie halt gezeigt, ja, hat aber vor 5 Jahren gegen die Homo-Ehe gestimmt. Ja, das ist ja aber auch so eine Sache, ne? Es ist natürlich ein Bastard und ich habe keinen Bock auf den, aber Regenbogenfahne im Video haben ist immer noch besser als keine drin haben, oder? Ja, prinzipiell schon, aber sich zu präsentieren als offener, toleranter Mensch und es aber gar nicht wirklich sein, ja, ist halt schon ein Unding. Ja, gibt es da nicht dieses Conundrum, dieses Pardon my French, diesen Widerspruch oder so? Paradoxon? Nee, auch nicht ganz. Also das Ding ist, dass ja Heuchler sehr unbeliebt sind. Ja. Ach. Ja, so, die irgendwie sagen, ey, esst kein Fleisch und sich dann voll wamsen. Ja. So, aber es ist ja immer noch besser... zu sagen, esst kein Fleisch und es trotzdem zu machen, als zu sagen, esst viel Fleisch oder halt gar nichts zu sagen. Ja, von mir aus. Aber so, und halt trotzdem... Ja, natürlich ist es ja. Kacke, natürlich ist es Kacke, absolut, aber darum geht's ja. Wenn alle nur sagen, sie essen kein Fleisch, gehen aber nach Hause und essen sich dann wirklich, ja, aber Brust rein. Ja, aber es hat ja trotzdem die Wirkung, dass es im Raum steht, weißt du, und dann viele Leute vielleicht trotzdem auch wirklich kein Fleisch essen. Es ist vielleicht besser, ja. Ich wollte eigentlich gerade nur gestehen, dass ich seit 20 Jahren jeden Tag ein Eisbein esse. Ja, glaube ich dir. Deswegen stinkt sie auch so nach Fisch. Ja. Weißt du, was Eisbein ist, du scheiß Veganer? Ich weiß es. Nee, Fisch will ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe neulich bei meiner Mutter Fisch gegessen, mal wieder, weil ich eigentlich nur da Fisch esse. Ja. Und da habe ich auch gesagt, nee, Fisch will ich jetzt auch nicht mehr. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Muss ich aber ausziehen, das ist ja eine Fischbohnenjacke. Oh, scheiße. Nee, das sind ja nur die Kreten. Die Kreten sind okay. Ach so, verstehe. Ja. Nee, wir hatten gestern auch vegane Fischstäbchen. Die sind voll lecker. Schmecken die nach Fisch? Ja, aber nicht penetrant. Also sie schmecken schon. Ich finde, ich habe jetzt seit 8 Jahren kein Fleisch mehr gegessen und kein Fischstäbchen, aber ich finde, die schmecken sehr, sehr nah dran und haben auch die Konsistenz, die gleiche. Natron. So zerfallen, genau, Natron. Hm. Also ich finde es lecker. Kann man essen. Ja, ich wette, was du auch lecker findest, ist die Message von die Ärzte, die diese Woche durch das Netz geflattert ist. Ja, ich habe es auch aufgeschrieben, denn die Ärzte haben eine Impfkampagne gestartet und machen Werbung fürs Impfen. Sag mal, die sollen mal bitte bei ihrem Scheiß bleiben. Was fällt jetzt den scheiß Ärzten ein, hier medizinische Ratschläge zu geben? Auch in so einer Ärzte-Fangruppe auf Facebook war das so, ja, ich soll mal lieber Musik machen, sich nicht äußern politisch. Dachte mir, Alter, die machen es halt... Seit fast 30 Jahren machen die Musik gegen rechts, die politisch ist und so. Jetzt, weil es mal nicht deine Meinung betrifft, regst du dich darüber auf, weißt du, voll dumm. Aber nicht nur die, es haben einige nachgezogen, die Toten Hosen, Deichkind, Bapp und Roland Kaiser und viele andere große Stars, die ich sehr schätze. Mhm. Roland Kaiser. Der ist toll, komm. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, das ist doch. Großartig. Also das Ding ist, wir haben öfter solche Situationen, wo ich dann Musiker so nicht so gut finde. Mhm. Und dann singst du ein Lied und auf einmal bin ich Fan. Ja. Genau so läuft es immer. So kenne ich es auch. Ja, also Roland Kaiser, ist das nicht auch schon Schlager? Aber der ist auch mit den Ärzten befreundet. Die haben auch Aktionen gemacht schon gemeinsam. Ja, gut. Also wer war alles mit... Hitler befreundet. Age Bench, jetzt habe ich dich an den Eiern. Keine Ahnung. Ja, Jan Delay habe ich noch gesehen. Und es gab ein großes Statement von den Ärzten, so, ja, nach unserem Kenntnisstand kann man sich nur mit Impfen daran beteiligen, dass die Welt wieder so ist wie früher. Ja. Und die Kulturbranche, da geht es eh schon schlecht und so. Und das fand ich, fand es gut, dass sie nicht gesagt haben, Impfungen helfen auf jeden Fall. Sie haben gesagt, es ist unsere Ansicht oder es ist aktueller Stand.
Weißt du, wer auch ganz lange mit den Ärzten befreundet war? Nee. Querdenker Nena. Weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass die Ärzte Fan von ihr waren, aber befreundet, glaube ich. Die haben zusammen in einem Film gespielt. Ja. Die lieben es sich. Es ist Vergangenheit. Aha. Es ist Vergangenheit. Das ist jetzt Vergangenheit, aber wenn Laschet vor 5 Jahren irgendwo dagegen gewotet hat, das ist dann nicht Vergangenheit. Weil er sich dazu nicht geäußert hat. Du bist ein Heuchler. Er hätte ja sagen können, stopp Jungs, es ist 5 Jahre her, ich habe mich falsch entschieden. Stopp Jungs, fickt mich nicht so hart, ich will auch mal. Ich finde es inzwischen gar nicht so schlimm, ich habe es ausprobiert, ich war im Darkroom in Berlin und es war toll. Hat er nicht gemacht. Das ist heuchlerisch. Also, was müsste Laschet tun, um von uns gewählt zu werden, mal in Darkroom in Berlin gehen? Brennpunkt Hörerwunsch. Ja, im letzten Hörerwunsch am Mittwoch released, da erfahrt ihr es. Und während Tino jetzt mal die nächste Nachricht hier andeutet, werde ich mal zum Kühlschrank steppen und einen Schluck trinken. Sehr gerne. Wer ab sofort, wer vielleicht, jetzt überlege ich. Wer in Wasser geschwommen ist, ist das Kind auf dem Nirvana-Cover. Ha! Denn es gibt dieses ganz berühmte Cover von Nirvana, Nevermind, wo dieses Baby in diesem Pool schwimmt und nach einem Geldschein greift. Ja, und dieses das ist jetzt wahr geworden. Es ist wahr geworden, denn 30 Jahre später verklagt dieses Kind, heute ein erwachsener Mann. Komisch, ja, wie ist das passiert? Ist ein Transbaby oder ein Transmann. Wirklich? Nein. Verklagt jetzt Nirvana auf wegen Kinderpornografie, wegen Schadensersatz. Und ich finde das ganz, ganz komisch, weil es ist erstens 30 Jahre her und hat wohl zum 20. Jubiläum dieses Foto nochmal nachgestellt, so ganz stolz. Ja, ich bin das Kind von Nirvana, so hier von dem Bild. Mhm. Hat es nochmal nachgestellt als Erwachsener. Und auf einmal sagte, es war ja schon kinderpornografisch und ich fühle mich irgendwie schlecht behandelt und ich verklage jetzt mal Nirvana. Der ist doch nur sauer, weil sein Penis in den 30 Jahren nicht gewachsen ist. Das kann sein. Ja. Small Dick Shaming oder was hier? Ja. Okay. Ich darf das, ich habe selber einen Dick. Wie findest du das? Dass dieses Kind Nirvana verklagt? Das ist halt, ist das Amerikaner, der Typ? Sonst würde ich sagen, ist halt... Ich glaube schon. In Amerika wird doch eher alles und jeder wegverklagt. Mhm. Ja, also der kann sich seinen Lebensstandard nicht leisten. Der hat keine Krankenversicherung, weil das alles unbezahlbar ist in Amerika. Und deswegen muss der gucken, wie er an Geld kommt. Mhm. Das ist auch meine Vermutung. Geld, Geld, Geld. Spaß, Spaß, Spaß. Aber du hast gerade Transe gesagt. Also nee, hast du nicht. Das ist, glaube ich, oh fuck, das darf man nicht sagen. Transmann gesagt. Transe darf man auch nicht mehr sagen, nee, ne? Nee, nee. Das ist schwierig. Das ist eine Beleidigung. Okay, und Transi oder Transo oder? Transsilvanien darfst du sagen. Transsilvanien. Also ich habe ein Video von ganz viel Transsilvaniens gesehen. Das ist witzig, weil da könntest du auch noch ein Wortspiel mit Transvillain. Egal. Mhm. Weil da war ein netter Herr, 19 Jahre, und er hat zu denen gesagt, hey, ihr seid keine Frauen. Ja. Mhm. Also das waren... Zu wem? Vermutlich waren das mal Kerle und dann nicht mehr. Oder vielleicht waren sie auch noch nicht... Keine Ahnung. Ja. So. Und er hat das zu so 3-4 Leuten gesagt und daraufhin haben die ihn komplett zusammengetreten mit Stöckelschuhen. Geil. Also ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist, Tino, aber so wie sich das angehört hat, hat er auch so ein bisschen gewollt, dass das passiert. Also vielleicht war das auch sein Fetisch, der wollte, dass mal diese Leute auf ihm... Ja, bitte. Oh, bitte. Oh, nein. Manchmal, Hilfe. Oh. Nee, irgendwie ist wohl eine farbige Frau dazwischen gegangen und wollte helfen und dann hat er sie irgendwie auch rassistisch... Farbige Frau, weiß ich, das holt an so einen Regenbogenmenschen irgendwie. Ja. Also eine dunkelhäutige Frau. Ja, was weiß ich was. Farbig. Es ist so schwierig, heutzutage die richtigen Worte zu finden, ja. Eine Frau mit schwarzer Haut... Zum Beispiel. So, ist rein und er hat sie rassistisch beleidigt und dann hat sie auch mit auf ihn eingetreten. So, das war ein relativ virales Video diese Woche. Witzig. Wollte ich, ist super witzig. Ach, wollte, Gewalt ist immer witzig. Sie wollte ihn quasi retten. Ja. Fing an, und, lass mich in Ruhe, du. Und dann, mit reingetreten. Ja, er hat bestimmt gesagt, lass mich in Ruhe, du farbige Frau. Und dann sie, ich bin kein Regenbogen. Und dann tot. Ja. Es ist ironisch, weil erst als es die schwarze Frau betroffen hat, ist sie auch wütend geworden, weißt du? Das ist auch wieder so stellvertretend für die ganze Welt. Ja. Gewalt ist aber nicht gut. Aber wenn es dich betrifft, bist du der Erste, der zuschlägt, weißt du? Ja, aber also zu dritt auf eingehen ist schon trotzdem immer uncool.
Auch wenn der dich irgendwie beleidigt hat, wenn der dir gesagt hat, du hast gar keine Vagina, Edge Patch. Oh nein, den werde ich jetzt mal töten. Aber Transfrauen bleiben ja eine Minderheit, deswegen sind sie nicht eine Mehrheit gewesen. Ja, aber in dem Fall, ach, du bist so hässlich, Alter. In dem Fall haben sie halt zu dritt auf einen eingetreten, so, während er am Boden liegt. Ja, weil ein Mann ja auch so stark ist wie drei Frauen. Du bist jetzt nur, guck doch mal, du bist jetzt hier White Knight, du schützt hier schon wieder Leute, die nicht schützenswert sind, nur weil sie einer eventuell gefährdeten Spezies angehören. Ja, ja. Weiß man. Aber man muss sie doch komplett unabhängig davon betrachten können. Und das war keine coole Aktion. Nee, muss man nicht wirklich. Warum nicht? Ich finde, dass man Minderheiten schon anders bewerten muss. Ach so, wenn Jude jetzt einen Christen tötet, na dann, aber guck mal, wir haben hier vor einigen Jahren, gab es ja mal so ein Event. Also der Jude ein ist... Ein Event, nimm es mal ein Event, genau. Scheiße. Ja, du weißt ja, wie ich es meine. Holocaust, volles Event, ey. Ja, ein Massenspreader-Event ist ja auch nichts Positives. Nee. So. Oh Gott. Nee, also, ja, natürlich töten nicht, aber so eine Abreibung, so ein Klaps auf den Po und so, oder mal so eine Kopfnuss, ist doch mal okay für einen intoleranten Menschen. Ich weiß es nicht. Wenn jetzt jemand irgendwie einen judenfeindlichen Satz sagt zu einem Juden und der daraufhin dem irgendwie den Arm bricht, würde ich halt auch sagen, ist vielleicht ein bisschen out of proportion. So. Weiß ich nicht. Ja. Ich finde, dass Worte schmerzhafter sind als ein gebrochener Arm. Okay. Ich habe, glaube ich, ein Special für die 130. Folge gerade gefunden. Wir testen das mal. Aber nicht an mir. Ja. Superspreader-Event war übrigens das Finale der EM. Ja. Deswegen hatte ich das gerade im Kopf. 3400 damit verbundene Covid-Fälle. Das nur eine Randnotiz. Denn wir haben uns vorgenommen, wir wollen eigentlich so mehr so auf uns auf größere Themen stürzen, weil ja, das immer ganz lustig ist, wenn wir so ein bisschen abschweifen. Das macht Spaß. Und dann bei Bedarf halt gegen Ende wieder so, wie wir das die eh öfter machen. Genau. Ja, ja, ja. Aber auch die Inzidenzzahlen steigen gerade wieder immens, ne? Ja. Weil man die nicht als einzigen Wert betrachten sollte. Aber auch Weimar hat jetzt wieder, ist von 0 hochgesprungen. Ich auf ja 18, glaube ich. Aktuell gucken. Und 18 Fälle. Ich glaube, es sind 18 Fälle. 18 Fälle, glaube ich. 21,5 Inzidenz in Weimar. Ekelhaft. Und bundesweit sind es 72 und es ist ganz schön hochgeschossen. Innerhalb von 10 Tagen von 40 auf 72. Gar keinen Bock, Alter. Nicht wirklich. Gar keinen Bock. Wobei jetzt durch die ganzen Geimpften und Genesenen und so weiter, ist es ja so, dass weniger Menschen im Krankenhaus sind und weniger daran sterben, das ist ja auch eine gute Nachricht. Ja, was auch eine gute Nachricht zu diesem Thema ist, ist, dass ab dem 7. September diese Sache eh gelöst wird, denn die ganzen Corona-Leugner, die machen einen eigenen Lockdown. Es ist so dumm, weißt du, sie sind gegen eine Mund-Nasen-Bedeckung und bedecken sich ihren Mund und Nase aus Angst vor Geimpften. Mhm. Okay, Lösung stimmt, Rechnungsweg ist falsch, egal. Passt schon. Und jetzt, Lockdown, scheiße. Wir sperren uns jetzt aus Protest 2 Wochen zu Hause ein, gehen nicht mehr einkaufen, nicht ins Kino, nicht ins Theater, LG-Badge. Ja, also das klingt für mich nach so einer als Trollaktion gestartetes Selbstläufer-Ding, wie ja auch diese ganze Q-Scheiße angefangen hat, dass auf 4chan sich Leute einen Spaß gemacht haben und sich völlig absurde Scheiße ausgedacht haben, so Fanfiction im Grunde. Und dann haben das die richtigen oder falschen Leute gesehen und haben dann ein Riesending draus gemacht. Und jetzt heißt es auf einmal, Hillary Clinton isst kleine Babys. Ja. Und die halbe Menschheit weiß von dieser Scheiße. Und genauso klingt das für mich, dass am Anfang halt so trollmäßig und jetzt wird es aber durch die Gruppen hin und her geschickt. Der Plan ist wirklich 14 Tage nicht zu arbeiten. Vom 7. bis zum 19., so wie ich das weiß. Mhm. Mal gucken, wie viele da mitmachen, nicht zu arbeiten, vorher ganz viel einkaufen, dass man ja nicht raus muss, keine Freizeitaktivitäten, denen zeigen wir es so richtig. Das ist doch voll gut. Also ja, kann ich akzeptieren. Wenn danach Corona gelöst ist, ist geil. Mhm. Aber ich finde, Querdenken ist eher so eine Non-Fanfiction, weil ja keine Fans vom Lockdown sind. Finden sie sich einfach ihre eigene Wahrheit. True. Finde ich gut, also ich würde mitmachen, ich würde auch gerne nicht arbeiten, ich habe jetzt gerade Urlaub. Heute ist quasi Halbzeit. Ich habe jetzt noch eine Woche lang Freizeit und fahre nach Belantes. Oha. Und ich hoffe, es wird auf jeden Fall richtig geiles Wetter, haben wir schon nachgeschaut. Ist Belantes auch so ein Drecksladen, wo Tiere irgendwie in so Dings rumschwimmen? Nee, es ist so ein Freizeitpark eher. Ja, so Achterbahn und Fastfood. Wie heißt das andere? Heißt das nicht irgendwas? Atlantis, ach so, nee, meine ich nicht, aber... Du meinst dieses komische Freizeitpark? Es gibt Water World, das ist ein geiler Film.
Nee, wie heißt denn das? Egal. Waterpark. Tropical Island. Tropical Island, nee, diese ganz krass im Verruf geratenen Dinger, wo da halt die Delfine so Kunststücke machen müssen und Das so. SeaWorld, oder? SeaWorld? Ich dachte Ja, schon, gut. die Wale quälen. SeaWorld, ja. Wahrscheinlich ist es SeaWorld. Ich dachte, das heißt so ähnlich wie Belantis. Die quälen Delfine und andere Fische und so, ja, das ist schon uncool. Echt? Ja, kann man da hingehen Aber und da gehe sich ich nicht angucken, hin. wie die so mit dem Elektroschocker so. Ja, als Abschreckung Das würde ich quasi. wiederum sehen wollen. Ja. Geil. Dass man selber Tiere nicht Ja, quält. Delfine sind ja eh so vergewaltiger Viecher, ey, ekelhaft. Apropos Die gehören Luke gequält. Mockridge. Ja, habe ich auch. Ja. Also in meinem Schrank Ach hängen. so. Tot. Der hat hier dieses Auto, wie heißt es? Afrodafro, Fellatio, Fuluzio. Keine Ahnung, woran schon in Hollywood einige gestorben sind. Sich an der Krawatte aufhängen und dabei masturbieren und dann Ah ja, ersticken stimmt, irgendwie. stimmt, ja. Ja, keine Ahnung, wo das jetzt herkam, sorry. Aber ja, Luke, Ist Mockridge. es dein Traum, so zu sterben? Nee. Ach Also so. ich glaube, es gibt nichts Erbärmlicheres, als wenn dann irgendwie die Mitbewohner oder die Freundin oder die Mutter oder so einen Schrank aufmacht und du hängst dann da drin. Oder der Pfarrer. Noch mit dem Schwammes in der Hand. Ja. So, Luke Mockridge. Luke Mockridge Wo wir gerade von Dicks reden. wurde ja beschuldigt, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Ja, mit der habe ich oft gefeiert, deswegen muss ich ja glauben, believe all women. Ich kenne einen prominenten Menschen. Nee, das meine ich gar Ach nicht. so. Ich finde halt beide Seiten einfach dumm, aber erzähl erst mal, was ist da los? Er hat jetzt erstmal sich eine Auszeit genommen von Auftritten und hat alle Termine abgesagt Yes! für 2021 Das war's doch wert. und will erstmal damit zurechtkommen mit den Vorwürfen und hat ein Statement abgelassen, dass die Beziehung für beide Seiten toxisch gewesen ist und dass vieles falsch lief, aber dass diese Vorwürfe nicht stimmen würden und so weiter. Und dass die nächste Lynch-Justiz im Netz ihn fertig gemacht hat. Ja. Jetzt, das war's, ja. Direkt durchgestrichen. Ja, Luke gut. Mockridge soll ein dummes Maul halten. Mehr Screentime kriegt er nicht bei uns. Ich weiß es halt nicht. Also ich habe zudem keine Meinung. Ich finde ihn einfach nicht so lustig. Er wirkt oft sympathisch in seinen Sendungen und die Videos, die ich kenne. Aber es ist nicht mein Humor. Ich habe ihn Weil mal. es auch kein Humor ist, Ja, weil es deswegen. kein Humor ist. Ich habe ihn mal entfernt kennengelernt, auch durch eine IG Metall-Veranstaltung, auf der ich auch war. Da war er Moderator und so, war echt cool. Das war noch so kurz vor seinem komischen 90er-Jahre-Hype so. Aber ja, ich. Was ist ein 90er-Jahre-Hype? Na, als er doch diese Sachen erzählt hatte mit. Ja, als ich noch ein Kind war, gab es Hattershocks, die waren sauer. Uiuiuiui, wie lustig. Ja. Okay. Ja, also ich finde das einfach dumm. Mir geht das auf den Sack, dass diese Schlammschlacht hier in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und finde beide Seiten dumm. Also ich habe halt durch die Kommentare gescrollt. Auf der einen Seite sind diese ganzen Circle-Jerks von Pochers und wie diese ganzen komischen deutschen C-Klasse möchte gern Comedians heißen, die da alle so ein oh, Herzen und oh, wir stehen alle zu dir. Geht mir alles auf den Sack. Auf der anderen Seite geht es mir genauso auf den Sack, die anderen Leute, die sagen, believe all women, das ist, ja, Luke, du lügst. So, also das ist halt, es ist halt eher so Schrödingers Vergewaltigung so. Es ist halt passiert oder auch, also gleichzeitig auch nicht und keiner kann es genau wissen. Und haltet alles Maul. So. Also. Ja, man kann es halt echt schwer nachweisen und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, wie man da auch ermittelt. Also ich weiß es Ja, gar nicht. auf der einen Seite ist es natürlich klar dumm, weil viele, viele Frauen nicht recht bekommen, also statistisch auch, weil natürlich auch keine Zeugen da sind. Also wie willst du es jetzt wirklich nachweisen? Erst recht irgendwie ein Jahr später, wenn du dann nicht mal mehr, was weiß ich, Spuren an deinem Körper nachweisen kannst oder so. Aber auf der anderen Seite pauschal erstmal alle Anschuldigungen zu glauben, ist genauso dämlich. Ja, das stimmt. So. Aber also. Aber es Ja, kann sein, ich will dass. jetzt hier nicht rumgossipen, aber also ich kann mir halt Dinge vorstellen. Ja, also ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt für ihn gewesen ist, so dass halt so ein Vorwurf tatsächlich dafür sorgen wird, dass er nicht mehr stattfinden wird in der Öffentlichkeit, nicht großartig, zumindest in den Na, nächsten dann war Jahren es nicht das aber mehr. immerhin wert. Also, Schon. ja. Ich kenne seine Freundin nicht. Was macht die eigentlich? Ist die auch so eine Schmuckdesignerin oder Meinst du DJin? die aktuelle oder die in der Ja, die Vergangenheit, jetzt die um die diese es geht? Anschuldigungen macht. Ja, die macht Podcasts, genau wie wir. Und im Prinzip müssen wir Opfer. deswegen zu der halten. Opfer. Nee, Ines kennst du nicht. Die macht halt alles. Die hat mit YouTube angefangen, Olga Sass. Die wurde noch am Anfang von David gehypt, als die noch so 500 Abonnenten hatte. Und nach ging das dann langsam aber sicher hoch. Ich weiß gar nicht, ob die auch zwischendrin bei Big Brother oder so war. Irgendwo kam dann der Durchbruch auf jeden Fall.
Hat halt Podcast gemacht, Besser als Sex, hat das aufgehört, macht jetzt, glaube ich, sowas Ähnliches, hat auch eine Tour gemacht, Comedy, also alles bei ihr geht um 666, das ist dann toll. Und auf Facebook hatte sie ein so ein richtig virales Video, da hat sie so eine Challenge etabliert, zu irgendeinem Song zu tanzen irgendwie. Das war so, glaube ich, auf Social Media auch nochmal ein richtig großer Kick. Also eine sehr spannende Person. Ja, also die ist schon cool, ja, die ist schon cool. Für mich ist es halt einfach ein bisschen anstrengend, wenn wirklich dein ganzer Content einfach nur besteht aus haha, nackt, haha. Das wird halt schnell alt irgendwie. Das ist so, du kannst ja auch, guck mal, du kannst den ganzen Tag Netflix bingen, aber du kannst nicht den ganzen Tag Porn bingen, das ist halt irgendwie öde. Das geht schon. Ja, gut. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ja, mit wem können wir das einfach jetzt nochmal machen? Also, guck mal, wenn diese Anschuldigung alleine dazu geführt, wir haben ja auch einen Podcast, wir können ja jetzt auch lostreten. Ich muss mir jetzt nur einfallen lassen, wer mich mal vergewaltigt hat, damit wir diesen scheiß Content nicht mehr ertragen müssen. Ah, das ist eine gute Frage. Du musst ja auch glaubhaft sein und du musst ja auch die Person kennen irgendwie. Ja, also Leon Mascher hat mich ja damals auch vergewaltigt, als ich hier bei dieser Tomatenaktion war. Da hat er wirklich gegen meinen Willen, wäre der fast in mich eingedrungen und dann hat er gesagt, oh, so kurz davor. Ja, und der ist auf jeden Fall ganz uncool. Oder auch so fiktiv gesprochen. Helge Schneider hat mich übrigens auch mal vergewaltigt. Ah. Ja, und Radiochefs auch. Emotional vielleicht, ja. Ja. Oder Radiochefs, jetzt mal ganz fiktiv. Ja. Fällt mir jetzt keiner ein. Mir auch nicht. Hab noch nie einen kennengelernt. Mhm. Also wirklich nicht. Ich auch nicht. Der hat mich vergewaltigt, ohne dass ich wusste, wer er ist. Literally. Literally. Ja, schön. Also, Luke. Ich hatte gerade eine schöne Überleitung. Die habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, von Luke gibt es halt, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Entertainment-Sackgasse, Luke Mockridge. Es gab auch eine Sackgasse für HC Strache. Okay. Als kurze Zwischenmeldung. Der hat nämlich jetzt, er ist verurteilt worden wegen Bestechlichkeit. Das wollte ich mal zwischenmelden, weil wir im Podcast das Thema hatten, dass er angeklagt worden ist wegen Bestechlichkeit. Mhm. Und das ist jetzt quasi passiert, dieses Urteil. Aber es gibt doch kein Strafmaß. Ja, können wir Laschet anklagen wegen Lächerlichkeit oder so? Noch nicht. Wobei das ist auch für mich so ein zweischneidiges Schwert. Habe ich wieder so ein Bild gesehen, das wurde ziemlich durch Twitter durchgehypt, wo Leute drauf zu sehen sind, die protestieren. Ich glaube, es ist auch im Rahmen von Fridays for Future und die haben halt alle so eine Laschet-Maske auf, wo er halt im Clowns-Kostüm ist. Mhm. Und auf der einen Seite, ja, witziges Bild und ja, okay. Auf der anderen Seite finde ich das irgendwie echt dumm. Also das will ich nicht. Weil genau das ist ja, was mich an Politikern ankackt, so dass die immer diese Pseudo-Saubermänner und Frauen sind. Dass sie immer so ernst bleiben müssen. Ja, immer im Anzug, alles ganz seriös und so. Und nicht mal irgendwie Menschen. Und ich finde es eigentlich ganz okay, dass Laschet auch mal irgendwie im Clownskostüm rumläuft. So. Ja. Das sollte nicht das Argument gegen ihn sein. Oder mal lacht bei einer Katastrophe, ja? Oder das, ja. Der einfach mal einen guten Gag mitnimmt. So wie hier. Also. Es gab jetzt 100 Tote. Komm, lacht mal drüber, Leute. Dann ist es wieder halb so schlimm. Ja. Ja, das ist schon noch was anderes. Wir dürfen das, ja. Wir sind ja auch dafür dabei, sind dafür da, den Leuten auch mal ein bisschen negative Nachrichten in einer Form zu präsentieren, dass man vielleicht doch trotzdem mal ein bisschen schmunzeln kann oder dass man vielleicht denkt, ja, ist scheiße, aber ich komme damit klar so. Aber klar, das solltest du dann als Führer der freien Welt, wie Merkel oft bezeichnet wurde, dann eventuell nicht machen. Oder uns bitte am Joke teilhaben lassen. Das wäre ja nochmal was anderes gewesen. So von wegen, ey, sorry, dass ich da eben gelacht habe, aber passt mal auf, der weiß ich nicht, wie heißt er? Jetzt komme ich nicht auf den Namen vom Schlingel hier. Wer? Na ja, das Meme schlechthin, der alte Zerstörer. Amthor. Genau, der Philipp Amthor, Mann. Ja, der hat mich gerade angerufen, haha, und hat gesagt, hier, schickst du mir eine Postkarte und haha, oder was auch immer, alte Menschen da halt lachen, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das witzig gefunden hätte, was da besprochen wurde. Hast du den Spot gesehen, der Grünen? Den Wahlwerbespot. Nee. Der ist schön cringe geworden, tatsächlich. Ach, das Gesinge? Ja. Ja, doch. Doch, 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 ja, ja. Ja. Und da habe ich, ich glaube, das hat mir der gute Alex auf Instagram geschickt. Mhm. Und zwar direkt meine Reaktion dazu, Zielgruppe Waldorf-Muttis sind abgeholt auf jeden Fall.
Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, ist das cringy, aber sie haben es geschafft, dass man über sie spricht wieder. Hast du, das ist wieder so AfD-Ding. Ja, über sie spricht doch keiner mehr. Die SPD ist doch jetzt plötzlich ganz groß. Tatsächlich, ja. Irgendwie sind die aus dem Nichts, ne? Aus der Versenkung, aus der Bedeutungslosigkeit auf einmal sind die hier bei 30% oder so. Ja, weil als sich nur beschwert haben über Laschet oder Baerbock und so und Habeck und der Scholz, da hat sich im Background gehalten, dachte sich so, wenn meine Zeit gekommen ist, dann komme ich raus und die ist jetzt. Ja. Und aktuell trauen es die meisten Menschen Scholz zu. Ist das nicht traurig? Hm. Was für eine Welt wir leben? Hätte nicht einfach Gysi da quer einsteigen können in die SPD gerade im Aufwind? Der will nicht mehr, Gysi. Ich weiß, dass der nicht will. Er ist Linker, erstens mal, und zweitens... Ja, deswegen, der hat ja auch in der Linken keine Chance. Aber also das ist zum Beispiel so eine Persönlichkeit, die würde ich da voll sehen, weil der das halt auch so ein bisschen einfach verkörpert, was ich halt möchte. So dieses... Ich meine, der macht hier seine Shows jetzt und so, seine Rede, wie heißt die Scheiße? Du weißt ja, was ich meine. Hat er ja Martin Sonneborn auch schon mal eingeladen. Bitte missverstehen Sie mich richtig. Genau. Und der ist halt nicht so dieses, oh, ich bin übrigens der super Korrekte. Und er ist auch ein bisschen witzig, charmanter Typ. Ja. Ja, intelligent, hat eine gute Einstellung. Ja, wurde ja schon öfter mal aufgezogen, dass er in der falschen Partei ist, aber er meinte auch, wo soll er sonst hingehen irgendwie. Keiner passt zu ihm, außer halt die Linke. Und es gab auch ein Zerstörungsvideo von Rezo. Ja. Er zerstört die CDU, CSU, aber auch die AfD und die Grünen. Also er hat quasi einen Rundumschlag gemacht. Ja, im Thumbnail ist CDU geschrieben und es geht schon hauptsächlich um die Lumpen. Aber auch die Grünen hat er kritisiert in manchen Punkten und die AfD auch sehr stark und macht gerade so einen Rundumschlag irgendwie. Will halt so ein bisschen diese Inkompetenz von Politikern zeigen. Ja. Und ich bin auf Teil 2 sehr gespannt. Er hat so Aussagen gezeigt von Laschet, wie er halt Aussagen trifft, die nicht stimmen. Und da meinte halt Rezo, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, also Möglichkeit 1 ist, er hat keine Ahnung. Oder 2, er lügt. Ja. Und beides ist nicht gerade geil. Ja, es war auch wieder ein sehr krass virales Video, also innerhalb von einem Tag irgendwie bei, ich glaube, 23 Stunden für 1,5 Millionen Klicks, das ist schon solide. Ja. Vor allem ist das ja irgendwie auf diesem Kanal, wo er sonst nur so Shitposting macht, sag ich mal. Also gut, aus meiner Sicht Shitposting, aus seiner Sicht ist es wahrscheinlich Content. Aber halt so irgendwie Challenges und so ein Scheiß. Und nach 2 Tagen war es dann schon bei 3 Millionen. Also das ist schon ordentlich abgegangen. Da sind wieder die ganzen Praktikanten bei der CDU verheizt worden, um schnell hier Notfallplan zu entwickeln. Sie sollen endlich Amthor das Gegenvideo veröffentlichen. Ja. Das ist die einzige Waffe, die noch helfen kann. Wurde das nicht sogar veröffentlicht oder in Teilen oder sowas? Nee, er hat nur den ersten Teil irgendwie nachgemacht. Bei Lanz meinte er nur, ja, nee. Ich kann Ihnen ja zeigen, wie ich eingestiegen bin. Hey, Rezo, du alter Zerstörer. Ja, das ist richtig, aber ich dachte, da ist zumindest irgendwie ein Part veröffentlicht worden. Ich dachte nicht. Egal, ich will eigentlich gar nichts mehr vom Amthor hören, der Gag ist durch. Auch immer so mittellustig, wenn die immer diese Witze machen von wegen, ja, Amthor ist noch ein Kind und viel zu klein und so. Putz, der älteste 30-jährige Rentner, hässlich, ja. Dein Maul, ja, gut. Dumm. Also für mich ist jetzt wirklich, das war schon wieder 2 Jahre her, Alter, mein Philipp Amthor in Real Life. Damit ist es halt durch für mich. Ja. So, der Gag ist auserzählt. Alles, was wir jetzt noch machen, ist den künstlich hochhypen, obwohl der ein Lulli ist, der irgendwie nichts reißt, außer halt für seine Art bekannt zu sein. Das ist doch dumm. Aber der wird eine große Karriere vor sich haben, denke ich mal. Call ich mal. Wenn ich Sachen calle, stimmen sie immer. Ja. Was aber nicht gestimmt hat, war, dass OnlyFans ihren Content, ich auch vorliegen. Ihren Porno-Content reduzieren wollen. Sie haben, nachdem ganz viele Content-Creator zu einem Boykott aufgerufen haben, hat sich OnlyFans entschieden, ach nee, okay, wir behalten doch Porno-Content bei uns, sorry. Und es ging wohl darum, das habe ich falsch gesagt, ich dachte, es ging um Investoren, aber es ging ja um die Bezahlungsmöglichkeiten, dass Visa und so abspringen wollen von OnlyFans. Aber die meinten jetzt in einem Statement, das stimmt gar nicht. Das war eine Entscheidung von OnlyFans selber und die wollten das gar nicht machen. Also soweit ich weiß, war das ursprünglich schon auch angesagt. Wurde gesagt, aber jetzt kam wohl von Visa oder Master, keine Ahnung, kam jetzt ein Statement, dass es gar nicht so stimmt. Na, da muss ich mich nochmal reinlesen. Aber siehe da, wenn es um Pornografie geht, da bringt es auf einmal was, wenn die Leute protestieren, ja. Und das auch noch digital, ja. Die sind ja nicht mal auf die Straße gegangen, die haben einfach nur gesagt, seid ihr Pläde. Aber wenn wir hier irgendwie mal mit Millionen Leuten auf die Straße gehen, um Artikel 13 die Beine zu brechen, nö, fick dich.
ich hasse euch alle, Upload-Filter, here we go. Obwohl die nach wie vor nicht so ganz greifen. Ich bin weiter gespannt. Ich glaube halt wirklich, dass da einfach, also solange halt so die großen Firmen das da nicht rein implementiert haben, gibt es halt irgendwie nicht so diesen Druck, das zu machen. Ich weiß es nicht. Das ist ganz komisch. An sich sind die ja jetzt schon vorgeschrieben, aber es gibt halt noch nichts. Mhm. So. Es ist ganz, also ich weiß es nicht. Was ist da los? Na, viele Content Creator haben ja auch jetzt gesagt, dass das Vertrauen weg ist ihrerseits und sie überlegen trotzdem zu wechseln auf andere Plattformen. Manche haben es auch schon getan, irgendwie aus Vorsicht. Ach so, du meinst jetzt OnlyFans. Genau. Ich dachte, es geht um Upload-Filter. Nee, OnlyFans. Ja. Und wollen jetzt sozusagen eigene Seiten sich auch aufbauen, weil sie halt jetzt gemerkt haben, dass jederzeit kann dann ihr ganzes Einkommen wegbrechen. Also ich glaube, OnlyFans hat einfach letzte Woche unseren Podcast gehört, wie das jeder macht, und hat gehört, oha, Pornlyfans, OnlyFists oder was wir da sonst noch so an kreativen Ideen hatten, bevor wir hier Konkurrenz groß machen, lassen wir es lieber. Wir machen lieber weiter wie gehabt. Ich glaube sogar, dass Pornhub auch einsteigen wollte in das Konzept. Das hatte ich ja gesagt letzte Woche. Vielleicht hast du das jetzt. Das kann sein, ja. Ja. Das ist, ich bin immer die vertrauenswürdigste Newsquelle. Auf jeden Fall. Was ich eigentlich aus meinem privaten Leben erzählen wollte, das machen wir ja für gewöhnlich am Anfang. Aber ich habe diese Woche eine Capri-Sonne getrunken, Tino. Capri-Sun. Ach, halt's Maul. Capri-Sun, ja. Tut mir auch leid, aber es ist ganz unangenehm. Capri-Sun. Ja, und das war für mich, ich habe sie geschenkt bekommen, ja. Das war für mich so dieses absurde, erleuchtende Erlebnis, als ich dann diese fucking Plastikhülle gesehen habe, mit einem Plastikhüllchen um dann einen Papierstrohhalm drumherum. Mhm. Das war so absurd für mich, dieser Gedanke. Jetzt geht's halt politisch aufgedrückt, okay, Strohhalme sind doof. Na, dann machen wir jetzt hier schnell so einen Papierstrohhalm rein. Aber dann halt trotzdem umhüllt von Plastik, das ganze Ding ist aus Plastik. Es war irgendwie. Es wirkt absurd. Nur das Nötigste, dass es gerade so halt wieder im legalen Rahmen ist und nicht so ein Umdenken. Ja, gut, Plastikstrohhalme sind verboten. Vielleicht werden wir jetzt entweder dieses Experiment Capri Sun mal komplett beenden. Ja? Nein. Oder. Nein. Wir denken halt mal irgendwie die Verpackung grundlegend um, weil das kann es doch nicht sein. Ja. Also, natürlich ist das jetzt nur ein Beispiel, ja, und das ist einfach nur mein Gefühl, was ich in dem Moment hatte, aber dieses Absurde, dass das halt einfach so ist, dass man, na klar, okay, ja, Strohhalme sind jetzt verboten, zack, bumm, haben wir eine schnelle Lösung dafür, geht super, toll, aber der Rest bleibt, wie es ist. Ja. So. Und das ist irgendwie so absurd gewesen. Ein selten intimer Moment im Leben von Robin. Ja. Er hat eine Capri-Sonne geschenkt bekommen. Uiuiui. Da ist ein Zerwürfnis in mir groß geworden. Ja. Ich bin ja gerade so Fan-Durstlöscher. Diese komischen quadratischen Packungen rechteckig eigentlich mehr. Quader. So Quader. Mit Melonengeschmack, übelst geil. Es war noch irgendwas diese Woche, was mir widerfahren ist. Ich habe es schon wieder vergessen, ey. Gestern haben wir Bob Ross geguckt, die Doku auf Netflix. Ich habe sie angefangen. Ich habe die ersten 10 Minuten gesehen. So schlimm, oder was? Es habe ich nicht geahnt. Ich habe dann auf Wikipedia nachgeguckt und da stand dann nur drin, dass die Doku darum geht, dass halt die Leute sich hinterher um die Rechte gestritten haben. Und dann dachte ich mir, ja gut, das ist ja wahrscheinlich immer so. Ja, aber auch, dass Bob Ross wohl seine Frau betrogen hat und mit der einen Kowalski, oder wie die heißen, halt die Namensrechte hatten und so. Aha. Und dass er nicht wollte, dass die Kowalski seinen Namen weiter benutzen, dass er seinen Sohn bekommt und so weiter, hat dann irgendwie 51% seinem Onkel überschrieben und 49% seinem Sohn. Mhm. Und der Onkel hat aber dann die Rechte verkauft an Kowalski nach dem Tod. Also richtig scheiße gelaufen. Ja. Und es ist schon sehr heavy, was da alles im Background passiert ist, weil Bob Ross wollte niemals groß Geld machen mit irgendwelchen Farben und so weiter. Und jetzt haben ihn die Kowalskis aufgedrückt, mehr oder weniger. Und da geht es richtig krass auch darum, diese Geschäftsseite gegen Künstlerseite. Und dann auch, wie es nach seinem Tod weiterging. Und das war richtig heavy. Und mein Ergebnis daraus ist, dass ich Bob Ross Produkten nicht traue. So schlimm. Auf dem Markt, ja. Wie viele Bob Ross Produkte konsumierst du denn?
Bisher noch gar keins, ja. Aber es gibt halt so Farben und Pinsel von dem. Und wenn ich die jetzt gesehen hätte im Bastelladen, hätte ich gedacht, okay, Bob Ross weiß, was er tut. Der hat die Farben vielleicht gar nicht selbst angemischt. Naja, aber er hat ja schon, also wenn ich Bob Ross sehe, höre, lese, denke ich mir, der Mann hat Qualität, ja. Hm. Der hat ein Herz und er verkauft mir nichts, was schlecht ist. Ja, aber ich muss ja jetzt einen kleinen Spoiler aussprechen, Bob Ross ist tot. Ja, klar. Aber wird ja nichts autorisieren, was irgendwie fehlerhaft ist. Und deswegen denke ich mir so, okay, das wird schon irgendwie passen. Aber die Kowalskis und er waren schon zu Lebzeiten im Clinch, weil sie halt Billigprodukte verkaufen wollten. Er wollte aber hochwertige Produkte machen. Hm. Solange er gelebt hat, waren es auch noch hochwertige Produkte. Aber jetzt, wo er tot ist, können die ja machen, was sie wollen mit seinem Namen und verkaufen jetzt Billo-Produkte vielleicht zumindest mehr als noch zu seinen Lebzeiten. Also hier eine offizielle Warnung ausgesprochen. Die verklagen mich sonst, glaube ich, die Kowalskis. Ach so, aber eine inoffizielle Warnung. Wink, wink. Das war zumindest die Aussage, die ich aus dieser Doku rausgeholt habe, dass die Kowalskis wohl nicht die besten Methoden haben, um mit seinem Namen umzugehen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil sie wollten kein Statement abgeben in der Doku selber. Deswegen war die Doku auch recht einseitig, aber ihre Chance hatten sie ja. Ja. Vielleicht machen wir das öfter hier so. Ihr Zuhörer dürft euch ja gerne mal melden in der Kommentarsektion, denn wir sind ja begnadete, filmbegeisterte Menschen. Hm. Außer Tino. Ja. Nee, doch, aber manchmal. Du kennst halt Popkultursachen dann weniger. Nee, ja. Aber ist okay. Dafür kennst du ja andere Dinge. Und guckst vielleicht auch mal eine Bob Ross-Doku fertig, die ich nach 10 Minuten abbreche. Zum Beispiel. Aber es war auch schon spät gestern Nacht. Ich wollte dann einfach pennen. Egal. Und ich habe nämlich Skater Girls diese Woche gesehen. Ja, also wir können ja vielleicht öfter mal hier so, was haben wir gesehen oder so. Gerne. Also ich will ja nicht flexen, aber neulich im Stream habe ich gesagt, hier, lasst mich mal raten, wann welche Filme entstanden sind oder halt veröffentlicht wurden. Und da war ich in 90% der Fällen sehr, sehr gut. Ich kenne mich halt aus, ja. David Hein hat sein Filmwissen von mir. Keine Frage. Und Skater Girl habe ich geschaut, ist ein Netflix-Exklusivfilm. Und er ist super schäbig eigentlich, weil Laienschauspieler und so, also schäbig ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ja, du merkst halt schon, dass das Laienschauspieler sind. Und dann habe ich den auch noch auf deutscher Synchro gehört, weil das andere war mir zu viel Indisch zwischen dem Englisch, das war mir zu anstrengend, ich hasse Untertitel lesen. Und der hat mich trotzdem richtig emotional berührt, obwohl der so scheiße war. Oh. Also er war halt nicht scheiße. Er war nicht scheiße. Der ist so eine, das kann man schon mal machen, das ist eine 5 von 10. Der war so eingeschissen, ja. So ein bisschen. Aber wahrscheinlich, weil ich so in dem Thema drin bin, ja, und alleine dieses jemandem das beibringen und so, ja, ich war richtig investiert. Du bist ja auch so ein Trainingsmensch, so ein Meister, ein Zen-Meister. Der Sensei, ja, genau. Ich bin der Mr. Miyagi des Skateboards. Wenn du durch Weimar läufst und Skater siehst, kannst du dir sicher sein, der wurde von Robin geschult und trainiert. So ist es. Jahrelang. Ja, also es geht halt so 50-50 um eine echte Geschichte, so ein ganz kleines bisschen, die so ähnlich passiert ist, dass halt so ein Mädel in irgendeinem Kackdorf, wo nichts geht, plötzlich ein Skateboard geschenkt bekommt. Und dann wird da auch ein Skatepark gebaut, weil die Leute sich übelst beschweren, dass die Leute in der Straße rumfahren. Mhm. Was auch anfängt, sehr unlogisch, ja. Also die fahren da auf so einem richtig räudigen Schotterweg, kommt so ein Profi-Skater vorbei und macht da seinen Kickflip auf diesem scheiß Schotterweg. Der wird jetzt sein Board danach nicht mehr mit dem Arsch angucken, weil das so räudig dann voll Staub und so ist. Es ist ein Nutzgegenstand. Ich weiß. Ja, aber kann man mal machen. Guckt euch den Film vielleicht an, wenn ihr euch ansatzweise für das Thema interessiert. Ist ein bisschen klischeebehaftet. Klar gibt es dann irgendwie am Ende, muss es natürlich dann das große Turnier geben, wo sie dann als heftigen Trick einen Drop-In macht, was so der Standard-Move ist, halt irgendwo in eine Rampe reinzufahren. Und das ist dann super krass. Ja. So ein bisschen wie Karate-Kid wahrscheinlich, nur für Skater. Ja. Nur halt, dass sie nicht so viel drauf hat. So. Also man sollte sich da nicht erhoffen, dass man einen super krassen Move sieht. Aber es hat mich trotzdem sehr ergriffen. Das war so, es war wieder der klischeeböse Vater dabei, der alles nicht will und so. Es war wirklich alles schon tausendmal gesehen, aber weil es halt Scum the Board diesmal ist, war ich richtig emotional. Und Laiendarsteller, also Löwen. Ja. Ja, es war schon okay. Es war schon okay. Und Tomb Raider habe ich auch noch gesehen. Den von 2018, den kannte ich noch nicht, der ist gerade auf Netflix.
Und ja, kann man machen, was weiß ich. Da gab es ja damals den großen Eklat, wie können die das machen? Alisa, wie kann da? Die hat ja viel zu kleine Brüste für Lara Croft. Und, echt? Das war ein Ding? Das war ein Ding, tatsächlich, ja. Zwei Dinge sogar. Wenn man es gewohnt ist, von mir aus. Ja. Nee, ach, war okay. War jetzt auch nichts Besonderes, muss ich sagen. Was auch okay war und nichts Besonderes, waren für mich die Rolling Stones. Okay. Das ist für mich eine Band, ich weiß nicht, die waren immer irgendwie da. Die haben so ein paar Songs, die man kennt, wie Satisfaction oder Angie und so. Ja. Coole Songs, aber irgendwie dachte ich mir, ah, ich muss die nicht mehr hören. Mhm. Wenn die im Radio laufen oder auf irgendeiner Veranstaltung, okay, so. Ich sag jetzt mal was Kontroverses, genauso geht's mir mit den Beatles. Das ist, nee, die Beatles, das sind die Urväter des Rock'n'Roll, ja. Neben Scheiß Elvis sind die, Alter. Die Beatles, also wenn... Hört ihr mal, hier, also Chuck Berry ist ja schon mehr Rock'n'Roll als die, ja, und dann hört ihr mal Sister, ich weiß nicht, wie sie heißt, die hat in den 30ern schon Rock gemacht, ja. Ja, aber die Beatles, ja, wie ABBA so ein bisschen, die Kompositionen sind für die Musik sehr, 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 sagt man, ungewöhnlich. Ja, ich habe auch da diesen Film gesehen, wo der, also das, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der heißt wie eins, Imagine Yesterday, heißt der Yesterday? Nee. Der heißt auf jeden Fall wie irgendein Drecksong von Beatles. Mhm. Und da ist so, ich glaube, auch ein farbiger Regenbogenmann. Ein Straßenmusiker, der halt und die als einziger sich erinnern kann. Genau, die Prämisse ist einfach, keiner weiß, dass es die Beatles gab. Der heißt Yesterday, der Film. Okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nicht spoilern, ich will ihn noch sehen. Den fand ich auch gut, da konnte ich das auch ein bisschen nachvollziehen, sodass man die Beatles cool findet, aber ja. Keine Ahnung. Das ist für mich so, also die haben halt ein paar Songs, die bekannt sind und die sind jetzt auch nicht scheiße oder so. Mhm. Dann haben die aber auch so viel Grütze wieder dabei. Ja, weil die experimentell waren. Und ja, also das weiße Album, gibt mir einfach nichts. Das weiße Album ist großartig. Aber zu dem Thema wollte ich erzählen, die Rolling Stones sind Geschichte, denn der Schlagzeuger Charles Watts ist mit 80 Jahren verstorben und werden wohl nicht mehr auftreten. Sister Rosetta, Alter, die hat 41, hat die schon Rock'n'Roll gemacht. Kein Schwein kennt die, weil sie eine Regenbogenfrau ist. Wahrscheinlich. Und, Hals, Maul, jetzt kommt auch noch Werbung, Alter. Es ist so Cancer geworden, ne? Vor jedem Video zwei Werbungen. Wobei der jetzt wahrscheinlich ein bisschen ruhiger ist. Gut, das ist jetzt das Falsche. Sie singt gar nicht. Ja, aber ja, guck doch mal hier, wie die hier an der Gitarre steht und sich einen abrockt. So, fuck off mit den Beatles. Cool, ja, Sister Rosetta, Alter. Wer so schon heißt, Mann. Die ist auch schon cool, ja, bestimmt. Aber die Beatles waren für mich so eine der ersten Bands, die ich richtig geil abgefeiert habe. Und die sind einfach toll. Ja, Rolling Stones übrigens bei mir genauso. Ja. Also ich finde die beiden... Und da werde ich jetzt übelst gesteinigt für, aber ich finde die hart überbewertet. Rolling Stones? Ich auch. Beide. Nein, Beatles also. Nicht. Auf keinen Fall. Es gibt auch noch andere Bands, die krass gehypt werden, die ich überbewertet finde, aber ist okay. Bösen Onkels zum Beispiel. Nee, also die finde ich bewertet. Ja. Weder unter noch über. Jedenfalls, die Rolling Stones waren immer so diese Koryphäe von alten Bands, die noch live gehen und alle haben sich gefragt, wie lange spielen sie denn noch so, bis sie tot umfallen und es ist jetzt wohl passiert. Charlie Watts mit 80 Jahren gestorben und ich glaube, das war's dann. Die Rolling Stones sind hoffentlich so konsequent zu sagen, nee, der ist tot, das war's jetzt und sie nicht wie AC/DC irgendwie mit Axl Rose und ausgetauschten Bandmembers. Hear me out. Sie machen weiter und nennen sich aber The Rolling Gravestones. Das ist gut. Ja. Tombstones. Rolling Tombstones. Ach, ja, stimmt, Tombstones. Aber Gravestone gibt's auch, oder? Bestimmt. Egal, auf jeden Fall so nach und nach sterben die dann weg. Auf der Bühne ideal. Und dann ist geil. Ja. Stell dir mal vor, so ein geiler Song. Gitarre, Schlagzeug, Bass. Und auf einmal stirbt der Bassspieler weg und auf einmal klingt's viel besser, weil es dann einfach geil ist. Getrunken weil mehr, The White Stripes einfach geil sind. Ja. Viel besser als die scheiß Beatles. Es gab mal so eine Faschingsband hier in der Umgebung, die hießen Basslos. Mhm. Und es klang irgendwie dann doch scheiße. Ich finde, der Bass fehlt schon, wenn er nicht da ist. Naja, nee, muss man halt richtig hinkriechen. Okay. Ja. Dann der Basslos wohl falsch gemacht. White Stripes, Blood Red Shoes, Black Keys. Merkst du was? Die heilige Dreifaltigkeit. Die Weißen, die Roten, die Schwarzen. Ah. Ja, Schwarz-Weiß-Rot. Ja, wie Hitler. Mhm. Und wie Nosferatu TV. Ja. Du merkst was. Das ist geil. Drei Top-Bands, ja, die
keinen Bass haben. Nur zwei Leute sind. Richtig geil. Alle. Es sind gute Bands, kann man schon sagen. Ja. So, geil. War das eine gute Woche? Ich glaube, wir sind durch, ne? Wir sind so zeitlich. Wir sind durch tatsächlich. Es gibt einen neuen Trend noch, den ich noch erwähnen möchte, und zwar Lastenräder zu hassen. Und Lastenräder. Ich weiß nicht, wieso. Lastenräder. Okay. Habe ich ganz oft gelesen, dass irgendwie. Warum hasst denn jeder Lastenräder? Ja, gute Frage. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich hoffe, dass ihr es uns in den Kommentaren erklären könnt. Hä, hey, aber wo hast du denn das jetzt her? Das ist wieder so ein Twitter-Hashtag. Ja, auf Facebook und Twitter habe ich das gelesen. Auf Facebook wieder, na klar. Hast du mal einen Kommentar unter dem letzten Brennpunkt gelesen? Nee. Ich habe es schon wieder vergessen, aber da hat jemand investigativ aufgedröselt, warum du auf Facebook bist. Ah. Fuck, Alter, ich weiß gerade gar nicht mehr die Conclusio, zu der er gekommen ist. Oh, das ist schade jetzt. Ich kann spontan gucken. Tinko ist nur noch auf Facebook, weil... Ich weiß nicht, weil deine Zielgruppe da ist, diese alten Drecksrentner und Querdenker oder... Ich guck mal. Nee, aber es war so gut. Ich hab echt nicht richtig gelesen, warte mal. Oh, es tut mir leid, dass ich das gerade nicht mehr zugegen habe. Entweder war es Max Muster oder Mr. Professor. Nicht im letzten. Vielleicht war es auch schon der vorletzte. It is what it is. Oder Hörerwunsch? Nee, glaube nicht. Ist ja auch komisch sortiert hier gerade irgendwie. Ja. La 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 la. Überbrückung, Überbrückung musst du gehen. Nee. Sieben Podcasts und so weiter. Naja, gut, ist ja schade. Was geht man der Woche? Gut, dass wir am wenigsten über die Explosion geredet haben, die 183 Menschen aus dem Leben gerissen hat. Was willst du dazu auch sagen, weißt du? Sag doch jetzt mal, dass das nicht gut ist, Leute in die Luft zu springen, Tino. Ich distanziere mich. Woher sollen unsere Zuschauer und Zuhörer das wissen, wenn wir das nicht explizit sagen? Stimmt. Liebe Leute, hi, hier ist Tino, ich wende mich an euch. Menschen zu ermorden, ja, sich in die Luft zu sprengen, das ergibt einfach keinen Sinn. Macht doch Demonstrationen, Flyer, schreibt Gedichte. Endlich sagt's mal einer. Dankeschön. Ja, explosiv. Ich habe schon wieder vergessen, was wir letzte Woche gegeben haben, eine 6 oder so, ne? Also da ging schon einiges diese Woche. Ja, ich bin schon sehr weit. Ich finde, dass dieser Anschlag in Afghanistan schon eine Riesenprovokation war und dass es... Es war absichtliche Provokation. Und es war schon heavy. Ja. Ich habe hier noch was ich schnell einwerfen will. Kanzlei WBS, gesperrtes Video, nicht freigeschaltet. YouTube muss 100.000 Euro Strafe zahlen, weil ein Video zu spät freigeschaltet wurde. Also erfolgreich gegen YouTube geklagt. Nice. Ja. Ja, ja. Rezo, neues Zerstörervideo ist wichtig, Afghanistan ist wichtig, ja. OnlyFans, die Diskussion ist gerade sehr wichtig. Luke Fuckridge. Nirvana, das war auch ein riesiges Thema. Und der Schlagzeuger von den Rolling Stones ist gestorben. Das ist mir egal. Ja, also es ist mir auch nicht so wichtig, aber diese Tatsache, dass der erste gestorben ist, nicht endlich, aber das erste Mal gestorben ist, so, dass sie jetzt aufhören, das ist schon, da geht eine Legacy zu Ende, wie mit Motorhead. Das sind quasi jetzt Standing Stones. Laying Stones. Laying Stones. Stimmt. Steine liegen eher, ne? Aber wenn es großer, aber wenn es ein riesiger Felsbrocken ist, würdest du schon eher sagen, der steht. Mhm. Oder? Ab welcher Größe eines Stück Steins? Ist es ein Felsen? Steht er und wann liegt er? Liegt er, wenn er kleiner ist als man selbst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Geben wir eine 8. Geben wir eine 8, dachte ich auch so. Ich fand's schon heavy. Wir sollten uns vielleicht mal angewöhnen, am Ende gleichzeitig einfach mal eine Zahl zu droppen. Ja, stimmt. Und dann zu gucken, ob wir nah beieinander sind oder so. Können wir uns auch aufschreiben auf die Hand. Mit oder so. Und dann, so und dann halten wir es ins Mikrofon. Genau. Ja. Wir geben heute übrigens die Zahl. So. Sind wir uns einig. Ja. Nice. Gut, dann höre ich die Musik. Es war eine schöne Ausgabe, weil unsere Zuhörer so schön sind. Macht gern Vorschläge für Folge 130, was sollen wir für ein Special machen? Oh, damit wir das dann ignorieren können. Genau. So wie die Musik gerade im Hintergrund. Da da. Da da. Da 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 da. Oh, ich bin so müde, sag ich dir.